Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Das letzte Mal habe ich Ihnen eine kurze Einführung in die Liebeslyrik in Andalusien gegeben, im Mittelalter zur Zeit der muslimischen Herrschaft in Spanien. Heute mit einwöchiger Verspätung und die nächsten Male möchte ich Ihnen einzelne Autoren aus dieser Zeit vorstellen, die wirklich zu kennen sich lohnt und die ich kennengelernt habe, vor allem in diesem wunderschönen Büchlein Le Chant d'Andalou, was ich in Cordoba erwerben konnte vor einigen Jahren. Und da werden diese arabischen Autoren und Autorinnen ins Französische übertragen und ich habe sie aus dem Französischen für sie dann ins Deutsche übersetzt. Heute stelle ich Ihnen ein Liebespaar vor, Vallada und Zaidun. Vallada bint al-Mustakfi wurde geboren in Cordoba so um 1011 und ist gestorben am 26.03.1091. Sie war die Tochter Mohammeds III. Von Cordoba, eines Umayyaden, der an die Regierung kam 1024, nachdem er den vorherigen Kalifen Abderrahman V. ermordet hatte. Zwei Jahre später wurde er selbst ermordet und so verbrachte Vallada ihre frühe Kindheit unter der Herrschaft seines Nachfolgers Al-Mansur ibn Abi Amir. Das war eine sehr turbulente Zeit auch in Spanien zu seiner Zeit Al-Mansurs und auch unter seinen Nachfolgern. Es kam zum Bürgerkrieg und wenig später werden dann ja auch die Almoraviden das muslimische Reich in Spanien erobern. Mohammed III., der Vater Valladas, war ohne männlichen Erben verblieben und so erbte Vallada seine Besitzungen und eröffnete in ihrem Palast eine Literaturhalle. Das Ganze findet statt in Cordoba und in dieser Literaturhalle lehrte sie nun Frauen aus allen Schichten die Poesie und die Liebeskünste. Darunter waren Adlige, aber auch Sklavinnen aus allen Schichten. Wie gesagt, kamen die Studierenden an ihre Schulen. Da große Poeten besuchten Vallada, Intellektuelle. Sie war eine wirklich bekannte Person ihrer Zeit und bestach auch ihre Zeitgenossen durch ihre ideale Schönheit. Sie soll blond gewesen sein, hellhäutig, blaue Augen gehabt haben. Sehr intelligent war sie, sehr kultiviert und vor allem auch sehr, sehr stolz. Eine Frau, die ihre Freiheiten liebte und lebte, die ohne Mijab, also ohne Schleier, auf der Straße herumspazierte, in der Mode der Haremsdamen von Bagdad. Sie trug angeblich durchsichtige Tuniken, die zum Teil auch mit ihren eigenen Fersen bestickt waren und wurde deswegen auch von den Imamen ihrer Zeit kritisiert. Andererseits aber gerade auch dadurch hochgeehrt von berühmten Männern, Menschen ihrer Zeit, zum Beispiel Ibn Hazm, den ich Ihnen auch noch vorstellen möchte. Damals gab es eine Sitte unter den kordobanischen Dichtern, nämlich die unvollendeten Gedichte anderer Autoren zu vollenden. Das war ein Wettbewerb, eine Herausforderung, die eigentlich vor allem Männer in Angriff nahmen. Aber auch Vallada ist darin berühmt geworden und eben besonders berühmt, weil sie als Frau diesen Wettbewerb mit einging. Ihre große Liebe galt nun einem Dichter, nämlich Ibn Zaidun. Ibn Zaidun, Abu Walid Ahmad Ibn Zaidun al-Makhsumi stammte nun aus der Familie der Quraysh, die eben in Mekka beheimatet war. Aus dieser Familie stammte auch eben der Prophet Mohammed. Zaidun
geboren 1003 in Cordoba, starb dann 1071 eines unglücklichen Todes. Und berühmt ist er geworden durch seine unglückliche Liebe zu Vallada. Er hatte eine politische Beziehung zu einem Rivalen der Umayyaden, nämlich Banu Jahwar. Und diese Beziehung zu dem Rivalen der Umayyaden belastete die Beziehung zu Vallada schwer. Es kam schließlich zum Konflikt mit dem Wesir Ibn Abdus und Ibn Saidun wurde in Haft genommen. Im Gefängnis schrieb er nun viele Liebesgedichte an Vallada und gelangte zu großer Berühmtheit. Selbst dann, als sich Vallada für einen Konkurrenten entschied, Ibn Saidun musste aus Cordoba fliehen, kehrte zurück, bekam wieder Schwierigkeiten und wurde schließlich von Al-Mutamid nach Sevilla gerufen. Al-Mutamid war der Emir von Sevilla und selbst ein sehr bekannter Dichter seiner Zeit. An diesem Hof kam es wieder zu Intrigen gegen ihn und ein anderer Dichter, auch ein berühmter Dichter, Ibn Ammar, ihm gelang es durch eine Intrige gegen Ibn Saidun vorzugehen und den Emir von Sevilla davon zu überzeugen, dass Ibn Saidun in Verbannung geschickt werden müsste. Das tat Al-Mutamid und Ibn Saidun ist dann im Exil sehr elend gestorben. Berühmt sind die beiden nun geworden durch ihre Liebesbriefe, die sie füreinander geschrieben haben. Und noch heute kennt sie eigentlich jeder, der in Cordoba beheimatet ist. Damals war Cordoba eine sehr freiheitliche Stadt, in der Kulturen der unterschiedlichen Art nebeneinander, miteinander wohnten. Muslime, Christen, Juden, da waren Araber, Berber, Franken, hispanische Bevölkerung, Juden, Basken, alles lebte in Cordoba und das Klima war sehr freiheitlich. Vallada wurde kritisiert, wie gesagt, wegen ihrer Freizügigkeit. Der berühmte Philosoph Averroes, Ibn Rushd, hat sie wegen ihrer Freizügigkeit kritisiert und Vallada hat ihm Folgendes geantwortet. Um Allahs Willen, ich verdiene nichts weniger als Ruhm. Ich halte meinen Kopf hoch und gehe meinen Weg. Ich gebe meine Wange meinem Liebhaber und meine Küsse jedem, den ich erwähle. Und sie hatte viele Liebhaber. Es ist die Zeit El Cid, den wir in einem anderen Literaturepos ja schon mal etwas näher betrachtet hat. Es ist die Zeit in Spanien vor den französischen Troubadouren, als es in Frankreich und Mitteleuropa noch gar keine richtige Liebeslyrik gibt, blühte die Liebeslyrik im muslimischen Andalus, im muslimischen Spanien. Noch etwas kommt hinzu. Das Leben dieser Lyriker, gerade auch Valladas und Ibn Saiduns, ist fantastisch. Entschuldigung. Sie waren Stars ihrer Zeit. Sie führten ein abenteuerliches, fantastisches Leben, das auffiel und ihre Dichtung noch interessanter machte durch den Hintergrund, den diese Stars dem Publikum näher brachten. Und dieses Merkmal, dass das Leben von Dichtern auch selbst wie Literatur wirkt, das ist übrigens dann auch bei den französischen Troubadours zu finden, die deren Leben selber zum kleinen Roman geworden ist. Die Gedichte von Vallada und Ibn Saiduns sprechen von Eifersucht, Sehnsucht, von Täuschung. Sie bringen Klagen und Vorwürfe.
Aber Lada kritisierte eben Saidun, weil er männliche Geliebte gehabt hatte. Und ihre Beziehung zu ihm ging dann vollständig in die Brüche, weil er eine Affäre anfing, wohl mit einer Sklavin, einer Angehörigen der People of Color. Und noch dazu einer Sklavin, die Vallada selbst in ihre Literaturhalle zur Poetin herangezogen hatte. Andere wiederum behaupten, das wäre eigentlich seine Affäre zu einem Mann gewesen, die sie dann so empört hätte. Aber darüber ging dann ihre Liebesbeziehung in die Brüche. Heute noch kennt in Cordoba, wie gesagt, jeder ihre Geschichte. Denn in der Nähe der Mesquita, also der großen muslimischen Moschee aus der Umayyadenzeit, aus dem 9. 10. Jahrhundert, die viele von Ihnen kennen werden, die Mesquita, die vielsäulige, da gibt es einen kleinen Platz, El Campo Santos de los Martires. Und auf diesem Platz steht eine Skulptur, die zum 900. Geburtstag der Liebesgeschichte der beiden errichtet worden ist, 1971, und sie zeigt zwei Hände, die sich berühren. Und auf dieser Stele stehen dann Verse der beiden auf Kastilisch und Arabisch. Ich lese sie Ihnen in einer deutschen Übersetzung vor, so ungefähr, wie ich es übersetzen konnte. Ich habe Angst um dich, mein Geliebter. Sehe, sogar wenn ich dich vor Augen habe, selbst der Boden, den du betrittst, selbst die Stunden, die vorübergehen, drohen, dich von mir fortzureißen. Selbst wenn ich dich verbergen könnte in den Pupillen meiner Augen und dich dort bis zum Tag des jüngsten Gerichts verstecken könnte, wäre meine Sorge nicht gelindert. Und ein Antwortgedicht? Deine Liebe hat mich berühmt gemacht unter Hohen und Niedrigen. Dein Gesicht verschlingt meine Gefühle und Gedanken. Wenn du nicht da bist, kann ich nicht getröstet werden. Aber wenn du erscheinst, fliegen meine Sorgen fort, als wäre die gesamte Menschheit auf meiner Seite. Ich werde Ihnen jetzt noch ein paar Gedichte von den beiden vorlesen, die ich eben aus diesem Büchlein ins Deutsche übersetzt habe. Ich hoffe, dass es einigermaßen stimmt. Vallada schreibt: Alle Ehre sei Gott allein. Von Freude zu Freude gehe ich meinen Weg und berausche mich an Stolz. Meinem Liebsten meine zwei Wangen reichend in einem Kelch, und dem meine zwei scharlachroten Lippen anbietend, der sie will. Ibn Saidun: In uns wird leben, wenn du es willst, was nicht stirbt. Dieses Geheimnis, das unverletzt bleiben würde, wenn alles andere enthüllt werden würde. Ich habe von dir allein, o Geliebte, das Glück erlangt. Trotz allen Reichtums der Existenz habe ich nicht gewünscht, irgendwo anders mein Glück zu suchen. Überwältige also dieses Herz, ersticke es mit Gewichten, die sonst keines ertragen hat. Es wird es auszuhalten wissen. Sei hart, und ich werde es ertragen. Verachte mich, und ich werde es erdulden. Sei Königin, und ich werde mich beugen. Wende dich ab von mir, ich werde immer da sein. Sprich, und ich werde dir zuhören. Befiehl, und ich werde dir gehorchen. Vallada: Warte, bis es dunkel wird, bevor du mich wieder siehst, denn ich habe gesehen, dass die Nacht besser die Geheimnisse bewahrt, als wenn die Sonne scheint. Wenn die Sonne erduldete, was ich für dich empfinde, gäbe es keinen Tag mehr, noch irgendwo Mond, und die freudlosen Sterne gingen nicht mehr ihren Weg. Nochmal, Vallada.
Hättest du unsere gegenseitige Liebe respektiert, dass du niemals Augen geworfen hättest, grausamer, auf meine Sklavin. So sieht sich ein blühendes Blumengewinde verlassen für einen Ast ohne Frucht. Ich war, du wusstest es, der glorreiche Stern am Himmel. Doch du, zum Unglück für mich, hast schnell eingelenkt auf die Anziehung eines Satelliten. Im Saidun. Das Glück ist vorüber, die schönen Tage sind nicht mehr, seit dein Gesicht meinem Anblick gewichen ist. Du bist das Leben. Wenn wir uns eines Tages verlassen müssen, möge man mein Grab graben und mein Leichentuch möge mich umhüllen. Noch einmal Ibn Saidun. Du hast den Löwen von Salman nur geneckt, als er in einem leichten Schläfchen hindöste. Aber jetzt erweckst du ihn, diesen Wilden, mit den geschlossenen Augen. Du erregst unaufhörlich mit tückischen Lüften eine aufreizende Hand. Sie verkrampft sich vor Wut. Bring dich in Sicherheit, hüte dich, ihm Schatten zu spenden. Die edle Seele beleidigt, hält sich weise eine Weile, dann bricht sie aus. Sie hat sich vergeblich in Stille bewegt. Die Viper und ihre Giftzähne scheiden ihre Rache aus. Valada? Sechsgesichtiger, das ist ein Beiname deines Hochmuts. Dieser Titel wird dich nach dem Tod überleben. Sodomithure! Bist du nicht noch Zuhälter, Gehörnter, Ehebrecher und Dieb? Das sind die Gedichte, die ich Ihnen vorlesen wollte, die erzählen von der großen Leidenschaft, die dieses Liebespaar füreinander empfunden hat und der großen Hass- und Rachegefühle, die dann vor allem auch Valada dazu bewogen haben, ihn von ihrem Hof zu verbannen, und schließlich ist Ibn Saidun ja dann auch im Elend gestorben. Ibn Saidun und Valada.